Promi-Geflüster unterwegs. Wir sind in Balingen, im Hotel Stadt Balingen. Da hat mich mein heutiger Interviewgast eingeladen. Und er kommt, wie ihr es gleich unschwer merken werdet, aus der Schweiz. Denn er hatte hier und nicht unweit einen Gastauftritt. Und er nennt sich Simon Broch. Und ich sage erstmal Hallo und Grüezi. Hallo, lieber Frank. Ja, schön, dass du bei mir im Promi-Geflüster zu Gast bist. Was hat dich hierher verschlagen? Also ich war ja gestern bei 3x1 beim großen Schlagerfestival, durfte ich da in Bissingen singen und deshalb bin ich heute hier und es freut mich sehr, dass ich heute von dir die Einladung bekommen habe, dass ich da bei dir beim Promi-Geflüster sein darf. Genau, sehr gerne. Wir haben uns jetzt erst kürzlich über die Social-Media-Plattformen, Facebook und so weiter, mal angedockt. Und jetzt hat es auch ganz spontan gepasst, dass du hier in der Ecke bist. Sonst wäre ich auch gerne in die Schweiz gekommen. Das wäre also gar kein Problem. Vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung, machen wir da mal weiter. Ne? Aber jetzt erzähl doch erst mal, wie bist du zur Musik gekommen? Wie lange bist du schon dabei? Was machst du für eine Musikrichtung? Also ich bin zur Musik gekommen. Ich liebe Musik, seitdem ich lebe. Und ich habe dann mit 10 Jahren habe ich mal probiert zu singen, also bei einer Plattenfirma mich zu bewerben. Da hatte ich eine Absage gekriegt. Als 10-Jähriger war ich da sehr enttäuscht und hatte das Gefühl, ich kann nicht singen. Dann habe ich einfach in Karaoke-Bars gesungen. Und da war meine Entdeckerin Barbara Schäfer. Und sie hat mich dann begleitet, dass ich heute hier auf der Bühne sein kann. Das war ihr Vermächtnis eigentlich, dass sie mir das mitgegeben hat, was es braucht, auf der Bühne zu sein und einfach die Hilfe, da reinzukommen. Es ist ja nicht einfach so selbstverständlich, dass man da auf der Bühne stehen kann. Und jetzt bin ich schon bereits seit 7 Jahren, also das 7. Jahr auf der Bühne. Und es macht immer wahnsinnig Spaß. Und singen tue ich Schlager. Alles rundherum, was Schlager ist, mal langsamer, mal schneller, alles. Alles, sehr gut. Und das verflixte 7. Jahr, sagt man eigentlich. Ist es so tatsächlich so verflixt? Nee, verflixt gar nicht. Wir haben jetzt ganz viele neue Projekte angefangen, eben mit der neuen CD letztes Jahr noch, wo jetzt das im 7. Jahr dann auch ja, startet, weil ich ja mit der CD auch unterwegs bin. Oder auch der Fanclub, der wir jetzt ganz neu gegründet haben, eigentlich im 7. Jahr ein großartiges Jahr. Mhm. Eigentlich wollten wir uns ja ein bisschen früher schon treffen, also ich zumindest hat es vorgeschlagen. Er sagt, nee, bleib mal noch ein bisschen Distanz, ich habe hier die ganzen Fans da, die sind hier alle nachgereist heute aus der Schweiz, oder? Richtig, ja, der Fanclub war mit dabei und wir haben auch alle hier übernachtet und für mich ist es dann ein Anliegen, wenn dann sie schon anreisen, dass ich dann mit ihnen auch gemütlich frühstücke und alles, weil das sind immer die schönsten Stunden, wenn man einfach ein bisschen reden kann und etwas essen dazu. Und deshalb ein bisschen später haben wir das. Fand ich gut. Nee, kann ich nur unterstreichen. Und ich sage mal, ohne Fans wären wir ja eigentlich gar nichts. Ich mit meinem Kanal nicht. Und du natürlich als Interpret bist auch genauso auf die Fans angewiesen. Und klar, wenn da eine schöne große Gemeinschaft entsteht, warum denn nicht? Ne? Richtig. Und die Leute geben einem auch viel. Ich meine, das eine ist ja das Finanzielle. Ohne die Leute könnte ich nicht auftreten und kein Veranstalter könnte mich buchen. Aber die Leute geben mir ja auch was. Und das ist das, für das lebe ich. Und genau das genieße ich dann. Genau. Kommen wir mal zu deinem Tonträger. Der liegt ja da hier hinter uns. Greifen ruhig mal vor. Darfst ein bisschen natürlich Werbung machen. Soll ja auch so sein, genau. Der heißt der Rosenkavalier. Deswegen, jetzt kommt es nämlich. Hier haben wir auch schöne Rosen liegen. Da hat man extra Rosen mitgebracht. Ich wusste jetzt gar nicht, wie mir geschieht. Aber gut, jetzt haben wir natürlich die Aufklärung. Rosenkavalier ist der Titel der CD und auch ein Titel auf der CD, denke ich mal. Richtig, der Starttitel ist der Rosenkavalier. Und bei diesem Lied geht es darum, dass man Freude überbringen soll. Doch in der, und das ist genau das. Also das Lied beschreibt mich besser denn je, weil es geht um Freude überbringen und die Leute glücklich machen, egal ob es jetzt mit Blumen ist oder mit der Musik. Was gibt es Schöneres als ein Lächeln? Das stimmt, richtig. Also wer lächelt, klar, geht man viel lockerer durchs Leben und macht auch jedem Freude, ganz klar. Deine Titel, wie viel sind denn drauf? Schreibst du sie selber? Wie kommen sie, wie entstehen sie? Also es sind 12 Titel drauf. Und von diesen 12 habe ich 3 selber geschrieben und dann ausgearbeitet mit meinem Produzenten, mit George und Walter Wörle. Und die anderen Titel, das sind Vorschläge. Und der Rosenkavalier zum Beispiel, das ist von Stefan Broll. Er war mein früherer Produzent und auch ein Förderer von mir. Also schon die 7 Jahre, er kennt mich besser
als alle anderen. Und deshalb kann er auch so gut Lieder schreiben, die so auf mich passen, weil er mich eigentlich total in- und auswendig kennt. Und die anderen Lieder sind dann von diversen Leuten, die schreiben, sind Vorschläge eingegangen. Und da haben wir einfach uns die Besten und die, wo zu mir passen, ausgesucht. Wie lange gibt es jetzt schon die Zusammenarbeit mit dem Duo Wörle? Also die hat angefangen jetzt mit dem neuen Album, weil ich habe da jemanden gesucht, der das Album produziert. Und für mich war es wichtig, dass ich da Leute treffe, die ehrlich sind und nicht einfach nur das Geld wollen oder was auch immer. Für mich war wichtig, dass man mir auch sagt, wenn ich mal falsch singe oder wenn ich was anders singen soll oder dass da noch ein bisschen mehr Gefühl rein muss. Einige mögen das nicht, wenn man sich korrigiert, aber ich mag das, weil ich möchte authentisch rüberkommen und ich habe von Anfang an auf Qualität gesetzt. Deshalb war es mir wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die mir dann auch sagen, was ich tun muss. Weil ich muss ja immer wieder besser werden. Nur so kann ich höher kommen. Ganz klar, also Kritik, positiv, negativ, das ist ganz wichtig, dass man einfach auch dran arbeiten kann, um seine, ich sage manchmal auch, wenn man seinen eigenen Weg so geht, man sieht natürlich nicht immer gleich, andere Leute sehen es wieder anders, aus einem anderen Blickwinkel, und wenn man da natürlich Unterstützung hat, ist es ganz gut. Auftritte, wo bist du unterwegs? Mehr in der Schweiz oder durchaus auch mal in Deutschland? Also ich bin grundsätzlich mehr in der Schweiz unterwegs, hat aber auch damit zu tun, weil ich 100% arbeite neben dem Singen. Und dann mache ich die Auftritte grundsätzlich in der Schweiz, weil wenn ich dann nach Deutschland reise, ich habe auch nur das Wochenende frei, dann ist es so eine Frage, rendiert es überhaupt? Weil ich brauche auch ein bisschen Zeit auch mal für mich. Und das Ziel ist es natürlich, rauszukommen und mit der Musik Freude zu machen, aber dann muss ich auch meinen Unterhalt verdienen. Weil ohne Geld geht nichts. Ich kann ohne Geld nicht rausfahren. Und obwohl das Geld mir eigentlich grundsätzlich, mir persönlich, keine Rolle spielt, aber trotzdem ohne Geld kann ich nirgendwo hin, weil mir gibt niemand gratis Benzin. Und dann ist auch die Zeit, ich brauche auch mal Zeit für mich. Und wir sind da aber am Tun, dass ich da vielleicht beruflich ein bisschen kürzer treten kann, weil mit der neuen CD ist es sehr gut angesprungen. Und da sind laufend Anfragen gekommen. Und mein Ziel wäre es, dass ich da ein bisschen kürzer treten könnte und ein bisschen mehr singen, und dann könnte ich vielleicht auch mehr in Deutschland unterwegs sein. Ja, würde mich freuen, denn wenn wir uns da mal auch öfters begegnen, ganz klar. Ich meine, wenn der Arbeitgeber da ein bisschen Einsicht hat und auch dahinter steht, denke ich mal, wird sowas dann schon möglich sein, der dann vielleicht mal auch einen Freitag noch freigibt oder so. Ne? Wie ist es? Ja. Yeah. Arbeitgebermäßig. Also, ja, er ist sehr kulant. Ich bekomme immer frei. Aber das Problem ist, ich kann ja nicht nur frei machen, ich muss ja auch mal wieder arbeiten, weil die Stunden muss ich aufholen. Und, aber der Arbeitgeber ist sehr kulant, da bin ich auch sehr dankbar, und das ist für mich auch ganz wichtig. Ich muss eigentlich noch nie einen Auftritt absagen. Also von dem her wirklich sehr gut. Sehr gut. Jetzt fehlt natürlich, das Problem kennen wir natürlich, an den Medien. Die werden natürlich einerseits, klar, im Internet wird es immer mehr, aber da muss man auch dann die Spreu vom Weizen trennen, oder in großen, weiten Medienlandschaft, Radio und Fernsehen ist natürlich mit Schlager immer ein bisschen, Volksmusik schon gleich gar, wird es doch immer ein bisschen dünner, die ganze Sendungen und so weiter. Wie ist es bei dir in der Schweiz da? Was hast du da für Erfahrungen? Also radiomäßig war jetzt mit der neuen CD, habe ich jetzt sehr großes Glück gehabt, dass ich da wirklich bei ganz, ganz vielen großen auch Radiosender reingekommen bin, auch hier in Deutschland bei einigen. Und das hat natürlich riesen Spaß gemacht, und zusätzlich auch die Leute sprechen mich dann an. Und das ist natürlich ein Gefühl, das großartig ist, wenn man im Auto sitzt und der Radio läuft und auf einmal kommst du selber noch, ohne dass es gewünscht wurde, dass es im Programm läuft. Und fernsehmäßig ist es einfach so, ich bin bei den Schlagersendern halt mit meinen Videoclips, die ich mache, vertreten. Aber Live-Sendungen jetzt so in der Schweiz gibt es wenige, war ich bisher noch nie dabei. Aber ich denke, was noch nicht war, kann noch kommen. Kann noch kommen, genau. Und da drückt man dir ganz, ganz fest die Daumen, dass da noch einiges, dass man da einiges von dir noch hört und sieht. Ganz klar, wo bist du Medien- oder Social-Media-mäßig dann unterwegs? Wer jetzt dann wirklich dich jetzt noch ein bisschen mehr entdecken möchte, sei es Homepage, Facebook etc.? Also ich habe meine Homepage, die haben wir jetzt gerade frisch überarbeitet, www.simonbroch.ch,
Und natürlich Facebook mit Simon Brach, habe ich eine Fanseite. Oder Simon Brach Fanclub hat auch ganz coole Informationen immer wieder, weil er kann sehr aktuelle Sachen liefern. Da bin ich immer froh, wenn ich noch Unterstützung habe. Oder auf Instagram, Simon Brach, genau, bin ich auch vertreten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere bestmöglichst da aktiv zu sein, aber mir gelingt es nicht immer. Es kann mal sein, dass mal zwei Wochen nichts von mir gehört wird und dann auf einmal wieder ganz viel. Es kommt wirklich immer ein bisschen auf die Zeit an, aber ich probiere immer das Beste zu machen. Und das Wichtigste ist für mich, die Homepage muss aktuell sein, dass die Leute sicher immer auf der Homepage alle richtigen Informationen haben. Die jungen Leute erreicht man natürlich klar über die Social Medias wie Instagram und so, da sind sie sehr viel unterwegs, aber klar, man muss alle Medien bedienen und das immer sehr dosiert, also nicht übertreiben, aber auch nicht zu lange warten lassen, dann funktioniert es. YouTube natürlich auch, da kann man auch deine ganzen Videos dann sehen, gell, die so bislang entstanden sind. Klar, ja, also da hat es ganz alte Videos dabei, wo ich nicht mehr so gerne ansehe, aber es ist trotzdem schön, das war der Start und man soll ja auch sehen, dass man sich entwickelt hat, weil der Schritt von Anfang bis jetzt ist Welt, also ist eine andere Welt. So geht es mir immer auch. Ich habe auch meine ganzen Videos sind irgendwo online schon zu finden und da denke ich, haben wir wieder die ersten. Okay, aber man hat sich ja natürlich bestens entwickelt, das ist ganz klar, richtig. Wie sieht es so in naher Zukunft aus? Was steht an für Termine? Wo kann man dich sehen live? Also wir haben jetzt vom Fanclub her haben wir noch Eigenveranstaltungen, die wir machen, zum Beispiel in der Schweiz das Fondue. Okay. Wir haben einen Fondue-Plausch, wo wir jetzt nur für den Fanclub gemacht haben. Oder ich bin zum Beispiel im Sommer, ich sage jetzt einfach die großen Sachen, im Sommer am 6. Juni bin ich mit Andi Borg und den Paldauern wieder zusammen auf der Bühne in Kottwil im Alpengarten. Und ich habe diverse, aber das sieht man alles auf der Homepage. Ich habe die Termine nicht im Kopf, ich nehme das immer vorweg. Ja. Nee, klar, da also einfach reinschauen auf der Homepage bei ihm, genau, Simon Brach, dann findet man da schon die richtigen Termine, wo er unterwegs ist. Genau, und darüber hinaus machst du auch Veranstaltungen, selbst noch, wenn ich das so richtig gelesen habe. Wie muss man sich das vorstellen? Richtig, also ich habe letzten November habe ich die letzte Veranstaltung jetzt gemacht. Ich habe jetzt aufgehört, weil ich habe ja vor einem Jahr habe ich das Diplom gemacht, das Eventmanager-Diplom und habe fast mit Bestnote abgeschlossen. Und die Veranstaltung wurde ja schon vorher gemacht. Und ich möchte jetzt was Neues aufziehen, wo wirklich dann einfach auf Papier auch schon steht. Und deshalb musste ich jetzt mit dem, was ich jetzt hatte, mal aufhören, dass ich etwas Neues dann machen kann. Und das Neue ist in Planung, kann ich aber noch nicht viel sagen, aber es wird sicher was Großartiges rauskommen. Okay, da sind wir gespannt. Und ich denke mal, du wirst da sicherlich rechtzeitig Bescheid geben, was da Großes ansteht. Sicher, also ich werde, sobald ich mehr Informationen habe, informieren und vielleicht bist du ja auch mit dabei. Ja, klar, also wenn es terminlich passt, sehr gerne, also warum nicht, genau. Gut, sehr schön. Faschingszeit steht ja jetzt auch an. Bist du da auch irgendwo involviert, faschingmäßig? Richtig, ja, ich bin auch unterwegs. Jetzt bin ich zum Beispiel dann im Altersheim, wo ich auch Altenheim, wo ich auch singen darf. Und das macht immer Freude, wenn sich da die Leute verkleiden und dann einfach eine andere Stimmung mal ist im Jahr. Also ich finde das großartig. Da bin ich auch ein bisschen unterwegs, aber jetzt nicht so wahnsinnig groß, weil Fasnacht ist ja, da sollte man eigentlich richtige Stimmung bringen. Ich bin natürlich auch ein Stimmungssänger, aber ich habe so genau auch Balladen mit dabei und ich bin ein bisschen ein Mix und ich denke, da gibt es sicher für Karneval bessere, passende Gruppen wie ich, aber in Altenheim oder so, wo sie auch ein bisschen tanzen wollen und so, da bin ich perfekt und da habe ich. Sehr schön, das klingt sehr gut. Prima. Also, CD, die kann man überall bestellen, im Online-Shop, im Handel gibt es, denke ich mal, und natürlich auf deiner Homepage, nehme ich an. Ne? Also, Rosenkavalier, was machen wir mit den Rosen? Wer bekommt die? Die bekommst du natürlich. Die bekomme ich, oh, okay. Ich würde es gerne an euch draußen, an die Fans weitergeben, aber bis die ankommen, sind sie mit Sicherheit schon verwelkt. Von daher kommen sie ehrenvoll in die Vase und werden mir die nächsten Tage noch ein bisschen Freude machen. Ja, das ist doch super. Und ich kann sagen, für die da draußen, wenn sie auch mal eine Rose von mir wollen, ich habe bei den nächsten Auftritten habe ich immer Rosen mit dabei. Und
die, die an der Nähe von der Schweiz wohnen, können ja vielleicht auch mal schauen, dass sie mal in die Schweiz kommen oder einen Ausflug machen, klar, dass man sich auch so sehen kann und vielleicht bekommt man dann eine Rose von mir. Ja, der Rosenkavalier, er kommt persönlich vorbei, ne? Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, danke schon mal, dass du hier bei mir zu Gast warst. Wünsche dir wieder eine gute Heimreise in die Schweiz. Wo geht's genau hin? Wo bist du zu Hause? Also ich wohne in Luzern, im Herzen der Schweiz. Prima, also gute Heimreise, für die Zukunft alles, alles Gute. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns auch schon recht bald wieder. Ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne sage ich den Zuschauern, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Und die Schlussworte, die darfst du jetzt hier in die Kamera richten. Also ich sage dir noch herzlichen Dank für das tolle Interview da. Und den Leuten da draußen möchte ich auch einmal Danke sagen. Ich stehe jetzt schon fast 7 Jahre auf der Bühne und es ist einfach nicht selbstverständlich, die Unterstützung, die ich immer erhalte von euch, ob es Familie, Freunde, ob es Fans sind. Es ist einfach großartig und danke, dass ihr meinen Traum wahr werden lasst.